Moin Moin Leute, Tomlo hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Civilization Beyond Earth. Wir haben uns beim letzten Part, am Ende des letzten Parts, die Frage gestellt, was unser Erkunder wohl in dieser Ressourcensonde hier finden wird. Ich glaube, das werden wir auch gleich mal auflösen und nachschauen. Laborausrüstung, 52 Forschungspunkte, das ist sehr schön. Als nächstes geht es dann direkt dort oben zum Alien-Skelett. Auch wenn wir dafür zum Miasma zwischenstoppen müssen, ist es doch nicht ganz schlecht. Hat es doch seine Vorteile, denn dafür sind wir einen Zug schneller. Der andere Erkunder in der Zwischenzeit geht weiter gen Norden, um sich voll zu heilen und dann Richtung Osten zu marschieren, hier zum abgeschützten Satelliten. Und vielleicht finden wir da ja noch was anderes, wer weiß. Jetzt unser Bautrupp hier fertig mit seiner Obstplantage. Wird die von Freeland auch bebaut? Ja, sehr gut. 4 Nahrungspunkte. Kurz überprüfen, was die hier so machen. Das gefällt mir gar nicht. Den schicke ich mal lieber hier hin. Lieber ordentlich Nahrung als zu viele Credits, weil Credits brauchen wir jetzt doch eher weniger. Aber der Bautrupp, was könnt ihr denn ausbauen? Im Moment haben wir leider eigentlich keine Möglichkeit. Wir könnten die Xenomasse nämlich leider noch nicht modernisieren, da uns doch das Gebäude dazu fehlt. Ich denke, wir sollten ihn vielleicht auch gen Norden Richtung Jimbumba schicken. Oder wir lassen ihn einfach ein wenig abwarten. Wer weiß. Weil nach Jimbumba wäre gefährlich, vor allem jetzt, wo das Alien-Nest wieder da ist. Ich glaube, wir lassen ihn hier in Freeland. Und der andere Bautrupp ist in der Zwischenzeit hier angekommen und kann die Koppel bauen. Bedeutet einen weiteren Wissenschaftspunkt. Das ist doch recht gut. Bringt uns 1 Nahrung, 2 Produktion, 2 Credits, 2 Energiepunkte. Und zum Abschluss dann noch einen schönen Wissenschaftspunkt. Ich glaube, unser Marine bleibt hier und seine Bereitschaft. Das heißt, sobald Feinde in Sichtweite sind, wacht die Einheit auf und ist bereit, was zu tun. Zwischenzeit beenden wir die Runde. Ach ja, ich bin froh um den einen Reinheitspunkt. Der ist sehr, sehr nützlich, gerade in der frühen Spielphase. Dafür geht's jetzt hier hoch zu dem Expeditionsmodul, zu dem Alien-Nest, Alien-Skelett, das wir dann gleich ausgraben werden. Unser Erkunder geht weiter Richtung Freeland, um sein Expeditionsmodul zu holen und zu heilen. Und dann hoffentlich gut voranzukommen wieder. Unseren Bautrupp hier, ich glaube, den lasse ich einfach mal schlafen ein wenig. Denn zu tun gibt es hier leider nichts mehr. Wobei, in einer Runde Grenzausdehnung ändern wir das Ganze nämlich auf nichts tun für eine Runde. Einheit wecken, nichts tun. Dann ist er nämlich in der nächsten Runde bereit, um direkt hier auszubauen. Ja, wer weiß. Ich gehe jetzt das Risiko ein, schicke ihn jetzt schon rüber, dann kann er nämlich direkt anfangen nächste Runde. Wenn die Aliens ihn nicht angreifen. Puh, Glück gehabt. Zwar haben wir erstmal Schaden bekommen, aber der ist nicht weiter schlimm. Dafür, was können wir jetzt bauen? Wir könnten Miasma noch nicht entfernen, das dauert noch etwas. Alien-Biologie brauchen wir dafür. Farm. Ich glaube, wir bauen mal eine Mine. Minen haben wir noch nicht so viele. Der Erkunder fängt hier an zu bauen, die Expedition auszugraben. 5 Runden dauert das Ganze. Und der Erkunder ist hier. Hat jetzt ein neues Expeditionsmodul. Und Freeland hat eine neue Produktion. Was wählen wir denn da? Pharma-Labor, normales Labor. Viele interessante Sachen. Ich glaube, wir nehmen jetzt für den Anfang erstmal das Pharma-Labor. Und das tut unserer Gesundheit doch recht gut, glaube ich. Und du, Kollege, stellst dich mal hier hin. Und holst erstmal den Produktionspunkt ran und die zusätzlichen Produktionspunkte, die dann noch dazukommen werden. Beenden wir die Runde. Wir haben auf unserer neuen Welt fremdartiges Leben entdeckt. Wenig überraschenderweise wächst und stirbt es und versteht kein Französisch. Das wäre ja schrecklich, wenn die auf dem Planeten Französisch reden würden. Wie dem auch sei, wir haben damit jetzt einen weiteren Kulturpunkt durch Koppelmodernisierung und wir können das Alien-Reservat bauen. Das werden wir auch bald schon tun, denke ich mal. Aber erstmal wählen wir jetzt einen neuen Wert. Heilende Hände, helfende Hände bauen schneller. Brauchen wir nicht unbedingt. Ich glaube, mich interessiert gerade eher der Pfadfinder für meine Erkunder. Wobei die Siedler-Clans auch sehr interessant sind. Und für Siedler-Clans brauchen wir dummerweise die helfenden Hände. Nun gut, ich würde sagen, dann machen wir erstmal das. Außerdem kriegen wir den Wohlstands-Energie-Bonus plus 10 Wachstum in jeder Stadt, dafür, dass wir 5 Wohlstandswerte ausgewählt haben. Einen weiteren Wert der ersten Stufe und wir kriegen einen kostenlosen Wert, das werden wir beim nächsten Zug machen.
nächsten Wert. Wie geht's denn jetzt weiter? Wir haben jetzt gerade da Alien-Lebensformen erforscht. Ich glaube, die Alien-Wissenschaften dauern doch ziemlich lange, aber die meisten Technologien brauchen gerade etwas länger. Außer Physik und Maschinenbau hier. Wisst ihr was, wir bauen den Maschinenbau, denn der Thoriumreaktor, den werden wir demnächst noch brauchen können. Weil wir haben zwar im Moment ein gutes Plus an Geld, aber spätestens wenn wir langsam das erste Militär brauchen, kann es doch sehr hilfreich sein. Ich würde sagen, den Erkunder lassen wir erstmal ein wenig heilen. Und beenden die Runde. Ich habe vergessen, den weiteren Bürger zu ordnen hier in Jimbumba. Oh, wir haben kein Bevölkerungswachstum, das ist gar nicht gut. Das heißt, sobald die Koppel fertig ist, bauen wir erstmal einen Bauernhof irgendwo hier. Nahrung brauchen wir nämlich dringendst. Ist wieder auf 90 TP hoch, okay. Warten wir noch eine Runde ab. Und beenden auch gleich wieder die Runde. Unser Erkunder ist voll. Da ist wieder unser Handelsschiff. Und der Erkunder macht sich auf den Weg Richtung Osten und findet noch eine Ressourcensonde. Das läuft super bisher. Die haben anscheinend bei uns in der Nähe gar nicht mal so wenig abgeworfen. Haben uns einen guten Startpunkt ausgesucht. Wir haben jetzt schon 6 oder 7 Ressourcensonden, wenn ich gerade mal schätzen müsste, gefunden. Ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, aber auf jeden Fall schon so ein paar. Eine Quest wurde aktualisiert. Frische Proben. Unsere Spezialisten arbeiten mit Hochdruck an der Entdeckung der Geheimnisse des Ökosystems dieses Planeten. Vor allem der fremdartigen Kreaturen. Sie benötigen Material für die Forschung und Entwicklung und werden uns reichlich belohnen, wenn wir für ausreichend Nachschub sorgen. Wir sollen 10 fremdartige Einheiten ausschalten. Okay. Das klingt doch nach einer Idee. Ich guck grad mal. Das war der. Ich schaue mir gerade mal durch. Hier war der Krieg gegen Fernbasis 1. Ein Wurm töten. Computerwesen erforschen. Expedition. Das war jetzt das kommt gerade eben. Und. Das war auch die Signalquelle, glaube ich mal. Okay, der Bautrupp hat die Koppel fertiggestellt. Das sorgt zumindest schon mal dafür, dass sie etwas schneller expandieren können. Da unten könnten wir Obst anbauen, theoretisch. Egal, wir schicken uns erstmal hier rüber, damit wir hier zumindest mal ein bisschen mehr Nahrung kriegen für den Anfang. Und du gehst hier hin. Und bringst uns wieder Kultur. Sehr schön. Verschiedene Güter und Luxusgüter. Dankeschön. Nächste Runde. Nach etlichen fruchtlosen Monaten der Ausgrabung des Alien-Skeletts näherte sich aus der Wildnis eine fremdartige Lebensform, als wäre sie gerufen worden. Ihr Expeditionsteam griff schnell zu den Waffen, aber wie sich herausstellte, war dies nicht nötig. Welche Ehrerbietung die Lebensform dem Skelett auch immer entgegenbrachte, sie scheint auf sie übergesprungen zu sein. Eine Alien-Drohne steht nun unter ihrer Kontrolle. Nice! Geil! Das ist mal richtig geil. Wir haben einen fliegenden Charakter bekommen. Fuck yeah. Mit 10 Stärkepunkten. Das ist mal ein richtig geiler Punkt gerade. Die schicke ich direkt mal in Richtung Base erstmal. Die soll da aufräumen. Ups. Nein, 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 nein. Ach komm schon. Ich wollte doch nur dahin laufen. Nicht gut. Nein, das war dumm. Ich glaube, wir werden die Drohne gleich wieder verlieren. Oh, scheiße. Das war ein Versehen. Komm schon, bitte nicht, bitte nicht. Bitte vernichtet sie nicht. Ah, ich hab gefailt. I'm sorry, I'm so sorry. For being so stupid. Ah, ich bin ein Vollidiot. Ich hätte nicht gedacht, dass die automatisch angreifen, bloß wenn man da reinläuft. Ah, super. Wir kriegen eine Drohne und verlieren sich direkt wieder. Das ist Skill, meine Damen und Herren. Skill in seiner reinsten Form. Genau so wird hier gespielt. So, nicht anders. Gehen wir uns mal zum Satelliten weiter. Der andere Bautrupp hier baut erstmal eine Farm. Die ist auch dringend notwendig im Moment. Aber als nächstes können wir in Freeland und in Jimbumba Produktion wählen. Und ich glaube, hier beginnen wir erstmal mit dem Alien-Reservat. Denn mehr Kultur können wir immer gut gebrauchen. Ist immer angenehm. Und was bauen wir hier? Sind die ja fast schon zum Ultraschallzaun. Moment, ich schaue mal kurz was nach. Stadtübersicht. Wie viel würde denn kosten, der Ultraschallzaun? 460, okay, nein, das dauert noch zu lang. Schade. Ich hätte ihn gerne gekauft, weil 11 Runden warten ist doch ein bisschen noch. Ich glaube, wir gehen erstmal ein wenig mehr auf Nahrung noch. Mit dem Vivarium einfach mal. Nächste Runde.
haben den Maschinenbau entdeckt. Lehrt eure Kinder nicht von Spielzeugen oder Bonbons zu träumen. Lehrt sie von Infrastruktur zu träumen. Interessante Idee. Wir haben jetzt einen Thoriumreaktor freigeschaltet, unter anderem. Außerdem das Kampffahrzeug, eine neue Nahkampfeinheit, eine Reparaturanlage, ist vor allem für Militär gut und wir wissen jetzt, wo Titan ist und schauen uns doch einfach mal um. Hier oben haben wir Titan, hier. Okay, direkt in unserer Reichweite erstmal nichts. Da müssten wir auf jeden Fall eine neue Stadt gründen, wenn wir daran wollen. Wobei, nein, das hier unten ist, glaube ich, gerade so außerhalb der Reichweite. Nun gut, wählen wir die nächste Technologie. Maschinenbau ist fertig, wir haben die Titan aufgedeckt. Physik? Brauchen wir Physik? Ich glaube eher weniger. Wobei ich verleitet bin, die Physik zu erforschen, nur für den Ranger. Ich glaube, das heben wir uns noch auf. Ich glaube... Ich glaube, wir schnappen uns jetzt als nächstes die Alien-Biologie. Die gibt uns einen weiteren Harmoniepunkt. Und gleichzeitig können unsere Bautrupps immun gegen Miasma werden. Das heißt, sie kriegen keinen Schaden mehr, wenn sie Miasma bauen. Und das ist definitiv ein sehr angenehmer Punkt. Und da haben wir einen Belagerungswurm. Hilfe! 5 Runden braucht der Kunde hier. Wünschen wir ihm Glück. Er wird schon überstehen, hoffentlich. Und er hier... ist hier raus. Moment. Ich ändere das mal, weil ich will doch echt den Xenomassebrunnen bauen. Dringend. Ah, Moment. Irgendwas ist am besten schnell die Wissenschaft auch beschleunigt. Also so direkt bringt uns das jetzt eigentlich nichts. Ich glaube, wir nehmen tatsächlich die Physik, dann können wir nämlich Ranger ausbilden und mit Fernkampf gegen die Aliens agieren. Aus der Sicherheit unserer eigenen Städte. Zumindest wenn wir einen Ultraschallzaun haben. Und die sind doch sehr praktisch manchmal, die Ranger. Kunda geht erstmal hier weiter Richtung Norden. Beziehungsweise jetzt Richtung Osten. Er hat ja kein Expeditionsmodul mehr. In der Zwischenzeit heilt sich unser Bautrupp, glaube ich, erstmal, weil er hat, kann hier leider gerade nichts mehr tun. Aber dafür schicke ich dich in die Stadt noch. Das war es auch sogar schon für den Moment. Dimbumba wächst wieder leicht. Auch wenn es wohl noch 8 Runden dauern wird. Wobei, wenn das Vivarium fertig ist, geht es vielleicht eine Runde schneller. Wer weiß. Wir haben eine Questentscheidung. Hinter sicheren Mauern. Mit der Fertigstellung des Ultraschallzauns haben wir eine neue Anwendungsmöglichkeit für die Technologie gefunden. Im Moment sind die Zäune statisch, mit einer Reichweite, die über die ursprünglich vorhergesagte hinausgeht. Wenn wir die Polarität jedoch umkehren, verringert sich der Ultraschallumfang, wodurch der Zaun mobil gemacht werden kann. Zum Beispiel als Personenschutzschild. Bleiben wir beim ursprünglichen Design oder lassen wir uns auf das Unerwartete ein und erschaffen etwas Neues? Wir haben jetzt die Wahl, also der Ultraschallzaun bringt normalerweise einen sicheren Bereich um unsere Städte von 2 Feldern. Allerdings können wir hiermit das entweder auf 3 erhöhen oder können unsere Handelskonvois gegen Aliens sichern. Und das ist mir doch etwas wertvoller, gerade halt hier mit unserer schönen Gruppe von Polystralien. Auch wenn sich unsere Konvois manchmal Gefahren stellen müssen, sind sie doch meist innerhalb der Reichweite des Schutzes durch die Stadt. Unsere Händler aber sind oft allein in der Wildnis und keine Hilfe ist in Sicht. Sie riskieren ihr Leben, damit wir alle davon profitieren. Aus diesem Grund verdienen sie unseren Schutz. Sehr schön. Damit sind unsere Handelskonvois jetzt nämlich auch alle sicher und können... Wir werden jetzt keine Handelskonvois bzw. Schiffe mehr verlieren an Aliens. Und das hat definitiv Vorteile. Der Bautrupp wartet in der Zwischenzeit ab, um sich zu heilen. 3 Runden noch bis zum Alienreservat und 2 Runden bis zum nächsten Wachstum. Okay. Im Augenblick mit nur 2 Städten ist das Ganze noch recht übersichtlich. Kooperationsabkommen ist beendet mit Kavita Takua. Okay. Wiedereintritt steht bevor. Oh, der Sonnenkollektor ist fast am Ende seiner Lebensspanne. 60 Runden hat er, noch 5 Runden sind nur noch übrig. Schade, schade. Das heißt, er wird bald abstürzen und wir werden diesen Credit-Bonus verlieren, diesen Energiebonus. Aber nun gut, soll uns recht sein. Verlieren wir halt ein paar, aber kommen wir schon klar mit. Werden wir schon überstehen. Der ist ein Belagerungswurm. Der ist gefährlich nah an Jimbumba dran. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Okay, den Bautrupp lassen wir mal nochmal warten. Weil, was ist die nächste Runde aufgedeckt?
Wäre das, das oder das? Okay, dann werden wir nächste Runde schauen, wie wir da handeln. Du wartest noch eine Runde ab. Und hier oben wieder brauchst du eigentlich noch 5 Runden allein, bis der Wald abgeholzt ist. Ach du Scheiße, das dauert ja ewig. Nun gut, beenden wir die Runde. Und schalten ein neues Feld frei. Das ich ehrlich gesagt gleich nutzen will. Dann baue ich hier nämlich den Bauernhof. Das geht nämlich schneller auf dem Weg. Und damit kriegen wir schneller ein bisschen mehr Nahrung. Welches haben wir jetzt freigeschaltet? Welches Feld? Bin ich mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Hm? Das hier? Nein, das ist doch... Das hier ist ein Canyon. Welches Feld wurde denn jetzt aufgedeckt? Bin ich gerade ein bisschen blind oder so? Okay, ich habe keine Ahnung und irgendwie wundert es mich gerade. Wir haben doch gerade... Achso, nein, das war der neue Bürger, nicht... Ah, kein neues Feld, es war nur ein neuer Bürger. Tut mir leid, ich habe falsch geguckt. Vergesst es. Es war in diesem Fall mal wieder die eigene Blödheit, die zugeschlagen hat. Kommt vor, hin und wieder mal. Lässt sich leider nicht immer verhindern. Aber den neuen Bürger möchte ich natürlich selber einordnen wieder. Und den möchte ich eher ungern hier haben. Den hätte ich lieber hier bei der Xenomasse. Weil wir die Xenomasse ohnehin bald ausbauen werden, hoffentlich. Weil wir, denke ich, auch bald die Technologie erforschen werden. Warten erstmal ab, ob noch eine andere Nachricht kommt. Nein, gut, ich kann vorlesen. Expedition abgeschlossen. Ihr Expeditionsteam hat das Wrack eines abgestürzten Satelliten geborgen. Nach seinem Sturz aus dem Orbit war er noch relativ intakt, sodass viel wertvolles Material geborgen werden konnte, das ihrer Stadt Freeland einen Bonus von 80 Produktionen gewährt. Sehr schön. Damit wäre hier auch ein Gebäude abgeschlossen. Erstmal wird es die Questentscheidung zu treffen. An Bord des Raumschiffes gab es Überlebende. Früher waren sie menschlich, doch jetzt sind sie etwas anderes. Wir nennen sie die Augmentierten. Wie wir siedeln sie auf einem neuen Planeten an. Doch während unsere Welt Leben ermöglicht, war ihre Welt hart und brutal. Sie versuchten sich anzupassen, indem sie Technologie in ihr Fleisch integrierten. Doch am Ende macht es auch Technologie nicht möglich, in ihrer neuen Heimat zu gedeihen. Die Augmentierten wünschen, auf unserer Welt zu leben. Sollen wir ihnen Zuflucht in unsere Städte geben? Oder sollen wir sie auf dieser neuen Welt für sich selbst kämpfen lassen? Wir könnten ihnen Zuflucht bieten, das bedeutet Reinheit und Vorherrschaft für uns. Oder wir lassen sie alleine siedeln. Und das werden wir wählen, denn wir wollen in Richtung Harmonie gehen. Tut mir leid, Leute. Aber wir haben keinen Platz im Moment. Ja, die 80 Produktion haben wir schon mitbekommen. Das heißt, wir können jetzt ein neues Gebäude wählen. Und womit fangen wir an? Ich glaube, wir nehmen jetzt auch direkt den Thoriumreaktor. Denn er bringt uns Zeit, 3 zusätzliche Energiepunkte und 2 Händlerspezialisten. Und das hat definitiv seine Vorteile. In der Zwischenzeit geht unser Erkunder zurück, holt sich ein neues Expeditionsmodul. Und der Bautrupp von hier muss leider weiter warten. Hat nichts zu tun. Hier, der Marine muss leider weichen für den Moment. Der Erkunder muss da nämlich mal rein. Und der wird sich da jetzt auch schön voll heilen erstmal. Und in Chat beenden wir die Runden. Stellen Sie sich ein einfaches Problem vor. Etwa die Navigation eines Raumschiffs, das sich der Lichtgeschwindigkeit annähert. Ein sehr einfaches Problem, ja. Es ist überhaupt nicht komplex oder so, überhaupt gar nicht. Auf jeden Fall ermöglicht uns das jetzt die Entwicklung, die Ausbildung eines Rangers, unserer ersten Fernwaffeneinheit, das Observatorium und auch das Startzentrum. Das Observatorium ist für uns immer irrelevant, weil wir keinen Phyraxiten in der Nähe haben. Ja, wir haben eine neue Station entdeckt, Kegungan. Hoffe, das spreche ich richtig aus. Bringt 2 Kultur und 2 Wissenschaft für einen, der mit ihnen handelt. Okay. Und die sind gar nicht mal so weit weg. Das trifft sich ganz gut eigentlich. Kann ich hier eigentlich irgendwo anschauen, wie viele Handelswege wir hier haben? Moment. 2 Handelswege von dieser Stadt aus. Gucken wir später mal nach. Erst wählen wir die nächste Forschung. Die Physik ist abgeschlossen. Und jetzt müssen wir wieder etwas Längeres wählen. Etwas, das etwas länger dauert. Und da tendiere ich doch jetzt wirklich zu den Alien-Wissenschaften. Denn der Xenomassebrunnen. Und der Weg Richtung Harmonie. Was bauen wir als nächstes? Das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, wir fangen jetzt sogar mal mit einem Ranger an. Der kann dann nämlich gleich ein bisschen trainieren gegen die Aliens. Und eine Questentscheidung sollen wir treffen. Handelsweg errichten oder Anfrage ignorieren.
Offenbar sind unsere Geschäfte mit den Augmentierten noch nicht beendet. Sie haben sich mit einer Handelsanfrage gemeldet. Offenbar konnten sie einen Unterschlupf aus den Wrackteilen ihres Schiffes bauen. Dem Vernehmen nach ist er ausreichend. Aber um sich hier ein Leben aufzubauen, brauchen sie Ressourcen. Ressourcen, die wir ihnen im Austausch gegen Material zur Verfügung stellen können. Vom Aufbau eines Handels würden beide Seiten profitieren. Aber die Augmentierten haben ihre eigenen Ideale und Zukunftsvorstellungen. Werden diese mit den unseren vereinbar sein? Das ist jetzt die Frage. Entweder wir nehmen an, das bedeutet Energie und Wissenschaft für uns, oder wir lehnen ab, das bedeutet vor allem einen weiteren Schritt Richtung Harmonie und Kultur für uns. Und, tut mir leid, Augmentierte, aber ich glaube, unsere Ideale passen nicht zusammen. Ihr müsst euch einen anderen Handelspartner suchen. Unser Erkunder wartet noch eine Runde, der dürfte erfolgreich sein, wenn ich mich nicht irre. Unser Bautrupp hier oben kann natürlich derzeit leider gar nichts machen. Der kann einfach nur warten. Marine, ebenfalls warten erstmal für eine Runde. Und wir beenden die Runde in der Zwischenzeit. Aliens wurden bei Jimbumba gesichtet. Oh, der Lagerungsraum kommt uns gefährlich nahe. Dann würde ich sagen, beschießen wir ihn und ziehen uns wieder zurück mit dem Marine. Und das wollte ich eigentlich so nicht machen. Ja, wobei, es funktioniert. So haben wir nämlich unser Feld hier theoretisch gesichert. Egal, wir schicken den Erkunder weiter. Er sollte sich direkt wieder auf den Weg machen. Der Bautrupp, wie lange dauert das hier noch? 6 Runden. Ich glaube, wir schicken den Bautrupp erwegs erstmal schlafen jetzt. Der Erkunder marschiert die letzten 2 Felder noch, holt sich das neue Expeditionsmodul. Der Marine verschanzt sich wieder. Und wir wählen ein neues Produktionsprojekt aus hier in Jimbumba. Wir haben unsere Nahrung jetzt erhöht mit dem Vivarium. Und jetzt ist die große Frage, was wir als nächstes bauen. Bei dem netten Herren hier Belagerungsraum in unserer Nähe ist es natürlich vielleicht eine gute Idee, ein Dingens zu bauen, einen Ultraschallzaun. Andererseits wäre auch ein Handelskonvoi sehr, sehr nützlich, gerade um uns am Anfang ein bisschen noch hoch zu pushen. Ich glaube, wir bauen den Ultraschallzaun. Und ich guck mal kurz was hier nach. Wie lange bräuchte denn ein Handelskonvoi? Gut, dann bauen wir hier den Ranger und danach den Handelskonvoi, den nächsten. Und handeln dann mit Jimbumba. Und sehen, was sich da ergibt in Sachen Handel. Beenden wir erstmal die Runde jetzt. Oh, es gibt wieder viele Möglichkeiten. Der Belagerungsruhm kommt uns glücklicherweise nicht zu nah. Hoffen wir einfach, dass sie nicht auf die Koppel zieht im nächsten Zug und sie beschädigt. Das wäre ungünstig. In der Zwischenzeit mal überlegen, wo könnten wir euch denn hinschicken? Erstmal belasse ich es dabei. Du bleibst fest hier. Den Rest übersehe ich erstmal, sage ich mal. Denn sobald der Bauernhof fertig ist, möchte ich den gerne hierhin verlegen. Einfach wegen der erhöhten Nahrungsproduktion. Müssen wir dann schauen, wie es genau weitergeht. Aber jetzt bleibt erst noch wieder eine Questentscheidung. Grenzen des Lebens. Eine Wissenschaftlerin, die in unserem Vivarium arbeitet, hat eine bedeutende Entdeckung gemacht. Die Xenozytkulturen, die sie entwickelt hat, weisen einzigartige Reaktionen auf Gewebe von Organismen von der Erde auf. Sie behauptet, man könnte sie verwenden, um irdisch fremdartige Hybridorgane herzustellen. Ihre Kollegen verurteilen ihre Arbeit als gefährlich und unethisch. Als herumexperimentieren mit Alienbiologie, bevor wir die Konsequenzen voll begreifen können. Sie drohen, ihr Projekt einzustampfen. Wollen wir die Forschung fortsetzen? Das bedeutet zusätzliche Wissenschaft. Oder bleiben wir bei der Nahrung? Ich denke, das Vivarium ist eher auf Nahrung ausgelegt, deswegen werde ich das auch hier auswählen. Die fehlgeleitete Wissenschaftlerin wird entlassen und das Vivarium-Personal wird darauf hingewiesen, dass es sich um die eigentlichen Ziele der Institution kümmern kann. Zu kümmern hat, natürlich. Entschuldigung. Gut so. Denn hier geht es immerhin, im Vivarium geht es um die Nahrungsmittelproduktion und nichts anderes hier. Wie können die nur Verbandseinheit bewegen? Erkunder. Schicken wir hier hin. Der Ranger ist ebenfalls fertig. Und bereit eingesetzt zu werden. Wegen wir noch hier hin und von da aus kann er dann die beiden Wolfskäfer unter Beschuss nehmen. Der Erkunder von hier marschiert weiter gen Westen. Und ich würde sagen,
mit diesem schönen Bild von Jim Bumba und Freelance verabschieden wir uns erstmal aus dem heutigen Part. Und schreibt mir doch ruhig mal in die Kommentare, wie ihr das Projekt denn bisher findet. Und vor allem, was mich interessieren würde, wollt ihr eher längere Parts haben? So, sag ich mal, so, sagen wir mal so wie jetzt, 25 bis 30 Minuten? Oder soll ich mich dann doch eher an die 20-Minuten-Marke halten? Schreibt mir bitte, also ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar dazu schreiben könnt. Ich werde das natürlich nicht sofort umsetzen können, weil ich immer ein bisschen voraus aufnehme. Aber ich werde versuchen, mich danach ein bisschen zu richten. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.